Oh. Eine Notiz. Firefly-Notiz. Oh, das waren wohl ein paar Fireflies hier. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht, wie Sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendwelchen Firefly-Anführern, der auf der anderen Seite des Landes sitzt. Wir sollten uns ihrer entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht selbst regieren sollten. Okay, müssten vielleicht nicht Fireflies gewesen sein hier, könnte aber. Ich meine, dass wir das hier finden, könnte ein Anhaltspunkt sein. Wir haben aufgeräumt, so viel ist sicher. Wir können Munition, sauber. Die andere Waffe, ist die nicht noch irgendwo da mit Schuss? Nicht unbedingt. Wir konnten die Sniper benutzen. Ist effizient auf jeden Fall. Du willst was sagen, ne? Oh, krass. Harte Strafe. Scheiße. Die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Ja. Dieb wird direkt gehängt. Das Leben ist halt hart. Strafen sind ein bisschen angepasster. So, erstmal natürlich wieder auf große Loot-Tour. Sonst haben wir alles hier. Hier hinten geht es nicht weiter. Ich glaube, so weit, so gut. Da hinten liegt noch irgendwas, aber ich glaube, das ist nur Müll, oder? Da ist nur Müll, okay. Kurzen Überblick. Hier hinten, das ist eine Tür, die wir vielleicht öffnen können. Ich meine, dort hinten steht sie, da geht es auf jeden Fall weiter. Nein. Ach, ja, hier sind wir, haben wir gestartet. Die Waffe ist nicht hier, oder? Nee. Gut, dann gehen wir. Wir haben gut aufgeräumt. Ellie, hast du gut gemacht? Lass uns von hier verschwinden. Wir haben... erstmal Schrott sammeln. Okay, hier geht's weiter. Wieder Button-Smashing? Natürlich. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Einfallsreich. Danke, Ellie. Gute Idee. Okay. Und, ach, ich sehe. Nee. Hier hinten. Hilf mir mal damit. Ob das hier geht? Ach. Ich hab ihn. Super. Drehen langsam, aber sicher. Schon hier, oder? Oder nicht? Doch. Oh, eine Werkbank. Mal sehen, was wir in der Zwischenzeit wieder gefunden haben. Hier sind nur Pillen. Erstmal schaue ich natürlich nach. Müssen wir es herstellen? Medikit könnten wir herstellen. Mache ich auch einfach, weil das ist immer, können wir nie genug haben. Hier könnten wir eigentlich auch eine weitere Bombe herstellen. Soll ich eine Rauchbombe herstellen? Ja, wieso nicht? Komm. Die haben wir noch nie benutzt. Die wäre vielleicht auch
nicht schlecht gewesen im Kampf, aber ja. Hier haben wir nur 30, das bringt uns noch zu wenig. Dann schauen wir mal hier nach. Wir sind auch ziemlich angeschlagen. Ich hätte auch direkt ein Medikit benutzen sollen, aber gut. Ach ja, Magazinkapazität gibt's nicht für den Revolver, weil es macht ja auch keinen Sinn. Schade, aber auch. Wir können hier gar nichts machen, oder? Schuss, Rückstoß, ja gut, aber... Die Zielgeschwindigkeit für 20. Und dann nochmal für 30, aber will ich eigentlich auch nicht unbedingt. Mach mal hier, Magazin. Zweimal, dann können wir ein bisschen mehr Kugeln tragen. Ist besser als nichts. So, hier haben wir die Sniper, hier den Bogen. Die Pistolen sind auch ready. Einmal nachladen. Ja gut, Nachladetempo. Scheiße, runter, runter. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Oh Mann, das... Stimmt. Oh, hier ist gar kein Ausgang. Auch kein Loot. Und eine Treppe nach oben. Wir sind nur in Gebäuden unterwegs aktuell. Mal sehen, in welche Etage wir jetzt wieder kommen. Geh weg, geh weg, geh weg. Wir haben es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen. Suchen wir weiter. Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Oh nee, die gehen doch, die kommen garantiert hier runter, ne? Alter! Alter! Alter, Ellie, was hast denn du drauf? Wo ist die junge Dame? Jetzt habe ich Angst. Okay, Ellie. Okay. Hast du gut gemacht, denke ich. Da springt er einfach auf ihn los und rammt ihm das Messer ein paar Mal rein. Von 0 auf 100. Erstmal so zögerlich, ja, mal einen erschossen, ja gut. Und direkt Berserker-Mode. Keine Rücksicht auf Verluste. Fenster oder Tür? Ich nehme an Fenster. Moment, nee. Wir können hier nicht raus. Das wäre wohl Selbstmord. Hier geht's runter. Schaue ich schon nur kurz nach, ob die Tür... Nee. Wir haben schon ein komplettes Lager ausgeräumt. Das ist schon krass. Zu zweit. Also eigentlich nur eine Person und erst jetzt fangen wir an. Also geskillt sind wir schon. Also jetzt vom Joel hier. Nicht wir. Wir verkacken alles. Okay. Keine weiteren Hunter. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Wissen, dass sie alles im Auftauchen. Sonst wird ein Glück kommen.
Nur zwei. Problem ist, ich habe da hinten Fallen gesehen. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, sehe ich. Ich muss hier nur ein bisschen sehr aufpassen gerade, wo ich mich hin bewege. Ein falscher Tritt und wir sind tot. Okay, da oben ist er. Oh, Scheiße. Komm, den kriege ich. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch. Deckung. Hey, da drüben ist was. Pass bloß auf. Nee, da ist nichts. Du bist tot, Arschloch. Komm her. Komm, Molotow. Warte, was passiert eigentlich, wenn ich das hier mache? Willst du Molotow auf deinen Kollegen werfen? Alter. Nein. Okay. Ich wollte es testen. Ich wusste nicht, dass er sich befreit nach einer gewissen Zeit. Moment. Was? Was? Alter. Oh, Mob-Angriff-Notiz. Habe ich Zeit zu lesen? Ich hoffe ja. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob-Captain Mastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Der alte Sack hat sich beschwert, das sei Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen. Aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Lass mich durch. Die haben irgendwas von der Bombe geredet. Anscheinend ist hier aber alles gut sonst. Da liegt noch ein bisschen Alkohol. Oder Chemikalie. Ich glaube, es könnte fast irgendwas einfach Explosives sein. Alles außer Wasser auf jeden Fall. Ah, da hinten sehe ich ihn. Einen, zwei. Okay, nur zwei Personen. Wir haben noch eine volle Nahkampfwaffe, sind aber leider ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ich ziehe mir ein Medikit rein. Ich meine, wir können auf Nummer sicher gehen. Okay, drei Leute. Der Typ kommt hier nicht rein, oder? Oder schon? Nee. Immer mit der Ruhe. Alles ist cool. Ah ja, alles ist cool. Ganz leise. Leg dich nur schlafen. Ist. Hey Mann, antworte mir! Hä, wo ist er hin? Boah. Wow, echt knapp. Alter. Komm her, nicht umdrehen. Das ist vielleicht eine schlechte Idee gewesen. Sehe ich jetzt gleich. Krass.
Schon was gefunden? Nee, nee. Hörst du mich? Oh, okay. Wir leben noch. Wir wurden nicht entdeckt. Wie auch immer, wie viel Glück wir auch gerade hatten. Der kommt hier rein, garantiert. Wollte eigentlich greifen. Okay, ganz ruhig, Kumpel. Mach jetzt keinen Scheiß, okay? Nein, bitte. Cool, dass das hier ging. Ich wusste gar nicht, dass man die so... Ich habe einfach aufgehört, draufzuschlagen. Das war verdammt knapp. In den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Okay, wir sind zumindest vorübergehend sicher. Ich gehe kurz hier rein, weil ich nicht weiß, ob hier was drin liegen könnte. Nee, hier kommen wir raus, ne? Oder? Oder waren wir da hinten? Weil da ist auch eine Tür. Stimmt, da war ja was. Ach, hier kam wir runter, stimmt. Was siehst du da oben? Ich meine, ich höre Vögel, sehe aber gar nichts. Vielleicht hätten wir auch die in die eigenen Fallen locken können. Mit so einem Steinwurf oder so. Aber ob die so blöd gewesen wären... Vielleicht. Okay, bevor ich jetzt hier irgendwas tue, aufpassen, was ich tue und wohin ich gehe. Okay, hier ist nichts. Hier ist Müll. Da komme ich nicht rein. Ich nehme mal stark an, dass dort hinten vielleicht... Ja, da geht sie schon hin. Ich loote erstmal hier. Also ich loote... Ich... Truck-Notiz. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen. Oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzer fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50er Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Den haben wir gesehen vorhin. Mit dem fetten Geschütz oben. Okay, hier hinten Loot. Da sehe ich Loot. Wir sind voll. Kann ich was herstellen, um uns die Sache hier zu erleichtern? Ich stelle das hier nochmal her. Der Rest, wir könnten das hier nochmal verbessern. Komm. Wieso nicht? Wegen dem einen Klebeband heule ich jetzt nicht rum. Hätten wir auch direkt ein Messer herstellen können. Aber gut. Lauter Zeugs. Okay, nice. Können wir direkt ein Messer wieder herstellen, glaube ich? Ja, können wir. Und da vorne liegt noch Futter. Sind wir angeschlagen? Nee, sind wir nicht. Okay, gelootet haben wir. Wo ist Ellie? Da hinten ist sie. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen?
Tja. Oh, Schrott. Hey, hilf mir hoch. Mach ich. Komm her. Hier, komm her, El. Okay. Komm schon. Na bitte. Ladies first. Oh, hoffentlich kommen wir bald aus der Zone raus hier. Aber garantiert müssen wir noch gegen den Humvee kämpfen. Ich bin mir fast sicher, dass es noch zu einem finalen Kampf kommen wird. Wir sind fast da. Ja, noch ein Stückchen fehlt. Kann ich hier kurz... Die Zeit, Leute. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Part bei Let's Play The Last of Us. War eine spannende Folge. Und Ellie ist langsam zur 1A-Mörderin mutiert. Es ist schlimm. Zuerst gar nichts gemacht. Und jetzt zerstückelt sie alles und jeden. Was haben wir nur getan? Wir sind der beste Vater der Welt. Gut. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.